Es gibt ein neues Data Hugo-Video, das schaffen wir ganz kurz. Lass uns das gucken. Ah ja, moin. Siehst du, alles mit Auge, alles mit Auge. Alter, ich schäme mich so krass. Erst knackt's, dann knallt's. Knabe, Hals. Ey, das kann doch nicht sein. Ich kann die Sata Hugo-Videos nicht mehr schauen. Jeder hat offene Getränke. Ich will das nicht, dass die da reingeschnitten werden. Was? Keine Sorge, Max. Ich mach meine Flasche, wie es sich gehört, immer zu. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei mir mal ein Getränk ausgekippt ist. Läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Wir von Xing interessieren uns natürlich dafür, was macht ihr denn überhaupt beruflich? Ja, gerade noch nichts, nur eine Ausbildung, also ein Studium. Hast du irgendeine Einnahmequelle momentan? Ja, Fortnite. Letzten Monat habe ich 1,5 gemacht. Yo, yo, big, easy, bro, easy. Die lockeren 1,5 mit Fortnite, bro, das ist crazy. Er studiert immer Fortnite. Knossi, komm rein. Ja, du musst jetzt mal erklären, was hier... Warte mal, ich war doch gar nicht bei der Boy. Da habe ich 1,5 gemacht. Wie geil, Ash. Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Was studiert immer Fortnite. Knossi, komm rein. Ja, du musst jetzt mal erklären, was hier passiert ist, weil die Leute sehen das. Sorry, bin noch nicht warm. Was soll ich machen, ey? Ich habe da ein paar Fotos mit den Jungs gemacht. Das Ding steht auf dem Tisch, fällt einmal runter, schon zerbrochen. Ey, der Pokal sieht doch einfach aus wie eine Prothese. Das ist der Pokal der Baller League. Ja, aber das ist das Provisorium für der ist noch nicht fertig und für der echte, der kommt. Aber jetzt hat man heute halt nur die drei Holzteile. Match ist freigegeben. Das erste Halbfinale der Baller League Geschichte. Der kann freischießen. Der kann das auch mal direkt. Digga, einfach mal so aus 40 Metern. Virginio, packt ihn an. Yo, halt deine Fresse, Digga, und das in so einem Stadion. Und ich hab das Bild mit der Hose, haben wir euch natürlich extra so close gezeigt, damit es mal abgeht. Das ist krass. Das, oh mein Gott, Digga, wäre das mein Team, ich wäre ja so abgefuckt. Holy shit. Das warst du früher. Real Rap, das könntest du sein. Ja, ihr gottverdammten Wichser, alright? Der Unterschied ist, dass ich nicht da spiele, okay? Und das ist das Eigentor. Das ist die Nervosität. Eigentor 2-0. Ganz kurz, bevor wir weiterlabern, apropos irgendwas auf dem Bildschirm malen. Mir ist aufgefallen, dass ich hier an meinem Zweit-Setup mir mal die ganz entspannten 165 Hertz Monitore rausgelassen habe, die G-Sync kompatibel sind. Das heißt, ich habe hier an meinem Zweit-Setup bei meiner Mom im Gästezimmer ein besseres Bildschirm-Setup als in meinem fucking Main-Setup in meiner Wohnung. Das ist verrückt. Ich habe gerade extra geguckt, dass diese Einstellung auch raus ist, die wir beim letzten Setup gefixt haben, Bro. Habe ich jetzt auch rausgemacht und dabei habe ich gesehen, dass ich da mal die, also diese Bildschirme sind halt 10-mal besser als die, die ich zu Hause habe. Das ist insane. Ich habe keine Ahnung, warum. Null Calcio. Räder stolpert. Was ist denn jetzt los, Leute? Jetzt muss der Abschluss kommen. Boah, Digga. Holy shit. Bist von der Mittellinie, Digga. Calcio Berlin fickt wie ein Tornado über die Las Vegas Ladies. Kannst du mal ein Umstyling mit Papa Platte machen? Bro, das wäre wirklich geil. Das wäre wirklich sehr geil. Ja, wird eigentlich mal dringend Zeit, ja. Oder? Ja, oh mein, ja, okay, Digga. Bro, pack das fucking Bild aus 2003 aus. Das ist verrückt, das ist verrückt. Das wäre actually nice, wenn wir sowas machen, dass ja. Justin mir Outfits kauft. Diese, ja, das wäre wirklich geil, das wäre wirklich sick. TikToker auch noch, Kevin Nummer 4. Oh mein Gott, Bro. Wie heißt der, Maelo? Ja, ne? So eine Scheiße, ey. 2 Minuten bin ich im Stream drin. Seit wann hat Papa Platte so wenig Viewer? Wann wieder Stream mit Basti? I'm coming to Cologne this weekend. Are you going to FIBO? No. Da ist direkt die FIBO. Auf die FIBO gehe ich nicht, weil ich fett bin. Ey, wo ist ein Fettmax? Ich glaube, es ist actually ein... Wie sagt man, das ist ein Trugschluss, dass man nur, wenn man Muskeln hat, auf die FIBO geht, oder? Ich glaube, jeder random geht auf die FIBO. Ich glaube, wahrscheinlich geht da sogar mehr Leute ohne Muskeln auf die FIBO als mit. Digga. Fatmax ist hier. Der leidenschaftliche Jeansträger. Ey, aber nochmal kurz zurück zu dem Justin-Ding. Ich hätte da immer noch sehr Bock drauf. Ich muss ihm mal schreiben. Ich mach's mal direkt, bevor ich's vergesse. Obwohl, wisst ihr was? Ich glaube, es wäre geil, wenn Justin mal bei so einem... Oder vielleicht macht man so einfach so ein Video draus, dass er mir so Outfits zuschickt oder so. Ich weiß halt nicht, ob er Bock drauf hätte, dass er... dass wir so ein, also ich glaube, mein Traumszenario wäre, dass wir so ein IRL-Stream machen, aber ich weiß nicht, wie sehr das abfacken würde mit Zuschauern, ne, aber das so am geilsten wäre, wenn wir so ein IRL-Stream machen würden, wo wir irgendwie durch, keine Ahnung, Köln, Düsseldorf laufen und wir gehen halt in so Läden. Auf der anderen Seite weiß ich halt auch nicht, kriegt man in Läden
so geile Sachen. Und Erfinder des IRL-Streamings Adam Wolke befindet sich heute auf der FIBO. Party FIBO, herzlich willkommen auf der FIBO. Ich stream das allererste Mal hier, es gibt viel zu entdecken. Wir haben unter anderem Interviews mit Markus Rühl. Ich freue mich sehr, da zu sein. Danke, dass wir ganz kurz mit dir reden dürfen. Tschüss. Digga, no joke, er sieht da so aus. Ich habe da auch schon so ein Bild gesehen bei irgendwie Inscope im Vlog oder so. Bro, er sieht aus, als hätte er so... So, das so für so 20 Minuten gemacht, Bro. So sieht sein Gesicht aus. Real talk. Dass wir ganz kurz mit dir reden dürfen. Süßstoff rein, erhöht das Krebsrisiko, ganz klar. Aber scheiß drauf, weil es muss wirken. Was interessiert mich, was in 10 Jahren ist? Ich habe ein bisschen Angst vor deinem Händedruck, deswegen habe ich dir jetzt die Hand gar nicht erst angeboten. Ich bin ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Ist auch nicht richtig, oder? Süßstoff erhöht nicht das Krebsrisiko. Ich meine, ich hätte mehrere Videos dazu gesehen, dass das nicht stimmt. Aber ich bin kein Wissenschaftler, keine Ahnung. Kann ich dir die Hand schütteln? Kann schon sehr süß sein. Aua. Grüße dich, hallo. Adam, die Legende. Bist du live? Bist live? Alter. Ja, man erkennt Sascha. Mich an den mehreren Sascha. Ja, immer. Ja, einfach immer und überall live. Man muss ehrlich sagen, es schaut oft leicht aus, als es ist, aber es gibt halt bitte viele sag mir nicht, Übungen, dass Adam die man das sehr schneller macht. Lernen kann. Oh nein. Oh nein, Bruder. Oh, krass. Wenn ich das jetzt irgendwie noch 20 Mal probiere oder sowas, dann vielleicht schaffe ich das dann auch irgendwie so. Moin, Montana Black auch hier. Ja, mir fehlen noch ungefähr 15 Tattoos, aber dann bin ich auf dem gleichen Stand. Das mit dem Sport habe ich auch mal ausprobiert. Habe ich nicht so gefühlt. Kannst du mein 30.000 Euro Equipment aus dem Keller gebrauchen? Vielleicht nutzt es ja irgendwann mal. Ey, no joke, ich habe da, hab davor irgendwie auch Angst, dass wenn man sich irgendwann mal ein Haus holt und dann so sagt, boah, ich mache mir jetzt hier so auf übergeil so ein Gym irgendwie in den Keller, dass man dann nie wieder ins Gym geht. Ich habe das Gefühl, an dem Punkt, wo man ein Home-Gym hat, hört man auf mit Gym. Ich habe das Gefühl, irgendwo hinzugehen ist krasser. You know? Besser haben als brauchen, oder? Sagst du was, Keule? 10. Monat, vielen Dank. Wir freuen uns auf die nächste Person, die einfach ins Kamerabild Monte macht beides irgendwas nicht zu sagen und aber dabei sehr stark ausgebremst wurde. Wie wir jetzt im Nachhinein festgestellt haben, hat es sich auch nicht wirklich gelohnt zuzuhören. Ich grüße erstmal den Montana. Ich hoffe, ich komme auf Hugo. Chat, macht Screenshot für Hugo TV. Sidekick, Digga! Was geht ab, Mann? Einfach von Mr. Popeye, der Sohn. Ha? Einmal hier dran. Fischen. Alter, ist der Körper verletzt? Was ist das für eine Scheiße? Ja, das ist Salz. Zum Riechen, dann aktiviert das deinen ganzen Körper einmal. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, wird der Chat dich hassen wegen dem Salz. Wenn ich auf der FIBO heute gewesen wäre. Digga, sind wir an einem Punkt, wo so Gym-Bros hingehen und an Salz schnüffeln, damit die dann nochmal 10 Kilo mehr machen? Sind wir an dem Punkt schon angekommen? What the fuck, Alter? Heute gewesen wäre und mich an eine Stange gehangen hätte und nur 30 Sekunden durchgehalten hätte an dieser Stange und dann abgerutscht wäre, dann wäre ich ein richtiger Lauf. Ah ja, Moment. Chat, warte. Adam hat auch nur 30 Sekunden geschafft, na gut, also dann, lauf. Man rutscht ab, es ging nicht, ich bin auch eigentlich ein sportlicher Typ. Ja, klar. Digga, er wollte eigentlich, auf der Gamescom stattfinden, was ist das, Bro? Digga, niemand will mit so LED-Kopfhörern im Gym stehen, Bro. What the fuck, Alter? Es ist ein bisschen schade, dass ihr nicht hört, ne, das musst du natürlich jetzt auch noch lecker. Fitness-Audio ist, also, I don't know. Sicherlich ausgesehen haben. Leider so. Doch. Oh, geil. Der durchgeknallte Tanzverbot, der den ganzen Tag am Stream nichts macht, außer so Technomusik abzugehen. Mann, ey. Ist das schön. Bro, immer wenn ich bei, immer wenn ich bei Tanzverbot einschalte, dann läuft gerade so im Hintergrund so dieses C418 von Minecraft und er macht so Real Talk. No joke, macht Tanzverbot irgendwas anderes in seinem Stream? Immer wenn ich einschalte, ist das. Bro, warum? Deleted Scenes vom Kollektionsvideo. Tim hat einfach das Footage weitergeschickt. Seit wann wieder am Tanzen? Wer von euch war das, Bro? Von hinten sieht's aus wie eine Mischung von mir und Kevin. Du bist so stark. Digga, was ist das? Bro, AI macht mir Angst. Seid ihr bereit? Ich komme richtig reingesteppt, Digga. Also ich sag ehrlich, ein bisschen sexy. Seid ihr bereit? Alter. Was sagt ihr, Chat? Sitzt ja richtig bequem. Oh, hoch. Alles gut. Mit Trägern sogar noch auf entspannter Rino, Digga. Boah, der Mann ist so alt, ne? Guck dich mal an, wie er da sitzt. Das ist so krass, Bro. Das ist so geil. Scheiße, Mann. Ey, Jungs, ich werde auch da bald hinkommen. Das ist ja so eine Scheiße. Monte, Monte, Doppelmonte. Gixen, Gixen, Doppelwixen. Oh ja! Oh nein!
Oh nee, ne? Gefallen, Digga, aber volle Karacho, Digga. Film doch mal bitte darauf. Was denn? Das ist wirklich Monte, nicht in einem Satz, sondern in einem Bild. Was ist, wenn jetzt andere auch irgendwie, keine Ahnung, ihr Fahrrad abstellen wollen? Ja, dann mach ich Platz. Die trauen sich auch gar nicht zu fragen mit deiner Maske. Und normalerweise gehe ich immer zwischen 15 und 16 Uhr zum Sport, ja? Und ich bin heute Morgen um 10 Uhr zum Sport gelatscht, Digga. Damit ich mit dir hier schön streamen kann. Soll ich dir was erzählen? Es gibt Leute, die haben heute schon 10 Stunden auf dem Bau gearbeitet, Digga. Ja, hab ich auch hinter mir alles. René hat 10 Jahre lang auf dem Bau gearbeitet. Wir haben gestern den IRL-Stream gemacht und sind mit der Bahn dann nach Hause. Und der eine fragt wirklich René. Hey Bruder, warst du wirklich 10 Jahre im Bau? Dann sagen wir, wie, im Bau hier im Gefängnis? Und wir sagen, nein, Bro, er war 10 Jahre auf dem Bau. Achso. 15 Tage Knast, 23 Stunden Zelle. Erstmal auf den neuesten Stand bringen, Digga, wirklich, als er so 3 Jahre weg gewesen. Ja, ich muss nochmal sagen, Real Talk, der neue Pasch in dem Song, ich hab den jetzt noch ein paar Mal gehört, der ist geil. Real Talk, das ist jetzt nicht mein Favorite, sein bester Track, den er je gemacht hat. Digga, aber es ist ein solider Song. Real Talk. 8 aus 10, würde ich sagen. Hat er gerade zu dir Fanboy? Auf jeden Fall. Pascha, du bist mein Lieblingsrapper. Monte hat mir auch angeboten. Eine Rentner-Radtour mit Monte will er mit mir machen. Machen wir, sobald hier Umzug und alles so fertig ist. Na, komm, jetzt schnell. Oh, nee, schnell weg. Live Verfolgungsjagd, Bro, schnell weg, Alter. Holy shit! Ja, ich glaube, ihr habt gerade gecheckt, dass das schon nicht mehr lustig ist. Ich werde die ganze Zeit schon hinterhergelaufen, Magi Wolf. Okay. Jetzt komm, guck mal, ganz schade, ist gekommen wegen dir. Dann bist du wirklich verloren. Ich habe mich schon immer, das habe ich gesehen auf TikTok. Bro, das habe ich, der TikTok-Algorithmus ist so verrückt. Ich habe das hier als TikTok gesehen von Monte und dann habe ich so 10 Swipes weiter, habe ich die Perspektive von den Jungs gesehen. Digga, das ist kranke Scheiße. Ja, genau, ich hatte beide TikToks. Geil, Digga, mit Rettungsschirm auf Rita, Alter, geil. Oh, nee, ne? Aber was ich sagen wollte, ich hab mich schon gefragt, so, ob er nie so Probleme damit hat, dass da so Zuschauer oder so kommen. Weil das sah immer so aus, als würde da kaum jemand kommen. Aber es ist anscheinend doch ab und zu mal ganz stressig. Bin auf dem Weg hier, das sagen wollte, das gibt ein Ordnungsgeld, Digga. Weil ich dachte erst so, ja, okay, vielleicht erkennt man ihn einfach nicht. Aber Bro, er hat halt eine verfickte Kamera, wo 2 Kabel rausgehen auf der Birne. Also das ist ja also legit nicht übersehbar. Auf dem Weg, Alter, dafür kriege ich normalerweise ein Ticket. Alles gut. Aber Bro, wir haben beide kein Fahrrad am Licht. Ich bleib hier wegen Hogel. Wir haben beide kein Fahrrad am Licht, Digga. Kein Licht am Fahrrad, du Schwanz. Digga, das ist okay, wenn man das einmal sagt. Ja, aber das ist jetzt das zweite Mal gesagt. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, du hast kein Fahrrad. Digga, am Licht. Du Schwanz hittet auch einfach so geil, ne? Fahrrad das ist perfekt. Kein Fahrrad am Licht. Scheiße, Digga, nicht Dickhead. Am Fahrrad, Mann. Ja, das ist Audi, das ist nicht geil. Du Schwanz hittet perfekt. Du Schwanz ist perfekt. Sei ein sehr gutes Video, ich mochte das. Das war sehr lustig.